Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir befinden uns hier auf einem unserer Lieblingsplatzerln am Pischgberg und möchten hier die Maiandacht halten. In den Evangelien wird immer wieder erzählt, wie sehr durch die Begegnung mit Jesus Menschen begeistert wurden. Die Bibel spricht außerdem von faszinierenden Frauenpersönlichkeiten, Esther, Rahel, Sarah oder Judith, um nur einige zu nennen. Im Neuen Testament Martha, Maria Magdalena und alle überstrahlend die Gottesmutter Maria. Der Mann aus Nazareth hat jenen, die offen für ihn waren, einen neuen Lebensstil, eine neue Lebenssicht und eine neue, überraschende Erfahrung mit Gott geschenkt. Heute wollen wir uns der Samariterin am Jakobsbrunnen widmen, deren Namen wir zwar nicht kennen, aber ihre Begegnung mit Jesus ist uns überliefert. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten: Kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias? Da liefen sie hinaus zu diesem Ort und gingen zu Jesus. Eine samaritische Frau begegnet Jesus am Jakobsbrunnen. Sie wollte Wasser holen und er verwickelte sie mit der Bitte um Wasser in ein Gespräch. Neue Hoffnungen begannen in ihr zu keimen und bewegten sie. Hoffnungen und Fragen teilte sie mit vielen anderen. Dieses Erlebnis änderte das Leben dieser Frau. Jesus holt Menschen in herausfordernden Lebenssituationen ab. Ein Spruch bringt das Ereignis auf den Punkt. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Nun einige Worte zur Besinnung. Die Samariterin ließ sich von Jesus begeistern für ein Leben mit neuer Qualität, der den Menschen groß macht, ihn für Gott öffnet, für gegenseitige Achtung und Verantwortung, für Zivilcourage, Zuwendung, Gemeinschaft und Vertrauen. Die Erzählung kann Menschen für Christus und seine Botschaft begeistern. Für jenen Christus, der inmitten von Orientierungslosigkeit, inmitten von Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit Halt und Perspektive geben kann. Maria, du hast dich vom Vater ansprechen lassen und dich seinem Willen geöffnet. So bringen wir unsere Bitten zu dir. Für alle Glaubenden, stärke in ihnen die Hoffnung und die Kraft, dass auch sie Menschen in ihren Lebenssituationen abholen und begleiten können. Wir bitten dich, erhöre uns. Für Mütter und Väter, dass sie ihren Kindern den Geist des Glaubens sowie Verantwortung und Zivilcourage vorleben können. Wir bitten dich, erhöre uns. Für Arme und Unterdrückte, sende ihnen Unterstützung durch den Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Verstorbenen, führe sie in deinen ewigen Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Lasset uns beten. Selig sind, die wie Maria offen sind für Gott und sein Wirken.
Selig sind, die wie Maria in ihrem Leben Gott Raum geben. Selig sind, die wie Maria zum Zeichen werden, das auf Jesus hinweist. Wie er Maria gesegnet hat, so segne und begleite auch uns, der rettende Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.